Und schon wieder zurück bei Drakensang. Nicht am Fluss der Zeit, sondern in Moorbrück. Was schlimm genug ist, weil mittlerweile kann ich diese depressive Stimmung hier nicht mehr ertragen. Ich möchte wieder an schöne Orte. Ja, und deswegen werden wir jetzt auch versuchen, so schnell wie möglich den Schatz zu finden. Das hatte ich ja letzte Folge angedeutet. Und ich will ehrlich sein, ich habe das nicht auf die Reihe bekommen. Ich habe es nicht auf die Reihe bekommen. Wo drei Schwerter eine Reihe bilden, folgt nur dem Heft allein. Ich habe ja gedacht, das wären hier diese drei, die auch noch auf der Karte angezeichnet sind. Da hat sich aber nichts getan und ich bin dann auch rumgelaufen und habe geguckt und keine Ahnung. Ich war völlig aufgeschmissen. Da ich aber gerne jede Quest mitnehmen würde und auch alles so ein bisschen sehen möchte, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe auf eine Lösung zurückgegriffen. So, und die Lösung hat mich als allererstes hier in diese Region geschickt. Hier liegen nämlich drei Söldner. Söldner gerechter Streich. So nannte er sich stets. Seinen wahren Namen habe ich nie erfahren. Langsam sein Körper, schnell sein Zauber. Erschlagen von einer untoten Sumpfkreatur wie auch zwei andere Kameraden. Ein unbestritten brillanter Bogenschütze, tragischerweise herrschte an jenem Tag dichter Nebel, erschlagen von einer untoten Sumpfkreatur wie auch zwei andere Kameraden, Biero Artis. Und Schlitzer Paul. Sein Schwert entleibte den Mörder zwar, das tödliche Gift in Pauls Wunde vermochte die Klinge danach nicht zu bekämpfen, erschlagen von einer untoten Sumpfkreatur wie auch zwei andere. Schön. Inwiefern hilft mir das jetzt weiter? Diese Reime. So, ganz gleich wie hoch das Hindernis, schnurgerade immer weiter. Ja, das wäre ja dann dahinter irgendwo, oder? Also, warte mal, ich bin jetzt... Das müsste dann hier in diese Richtung sein, also dahinter irgendwo. Gucken wir uns einfach mal ein bisschen um. Also ich will jetzt auch nicht komplett einfach nur nach der Lösung hinterher rennen, aber wenn ich wirklich nicht weiterkomme, dann gucke ich da auch schon nochmal nach und frage mich... Das hier kann es ja eigentlich nicht sein, ne? Ach, guck mal, hier ist ja noch ein Grab. Dem namenlosen Söldner. Er erlag einem heimtückischen Gift. Man hätte ihn retten können, wäre er zeitig zum Heiler gegangen. Stattdessen grub er seinen verstorbenen Mitstreitern und somit gleich sich selbst ein Grab. Toll. Der arme Mann hat also für alle anderen, die da lagen, ein Grab gegraben. Bin ich noch richtig? Da hinten ist noch was und da ist noch was. Aber hier? Also ich glaube, diese Schatzjagd, die ist wirklich nur für Leute, die wirklich Interesse haben. Ich bin auch überzeugt davon, dass im Endeffekt, wollen wir gerade mal gucken, hier unten war mal, das heißt, es muss hier irgendwo sein, oder hier, dass im Endeffekt natürlich da tolle Sachen drin sein werden in dem Schatz oder was auch immer, aber natürlich nichts, was irgendwie absolut essentiell ist, um dieses Spiel zu schaffen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hier sind noch Einbeeren, die nehme ich gerne mit, denn sobald wir Heiltränke herstellen können, brauchen wir Einbeeren en masse. En masse, wie der Franzose sagt, ne, kennt ihr? En masse. So. Und ich will aber trotzdem den Inhalt der Schatztruhe haben. Vor allen Dingen will ich gerne die Quest abschließen. Ich würde gerne jede Quest abschließen, die ich finden kann. Und da müssen wir auch nochmal zum Handelshaus, ne? Da habe ich jetzt auch nochmal ein paar Hinweise dazu bekommen, dass wir ganz dringend nochmal beim Handelshaus vorbeischauen müssen, ob es da schon die nächste Quest gibt. In einer offenbar sehr, sehr langen Reihe von Quests. So, ist hier oben denn irgendwas? Nö. Jetzt kann ich aber vielleicht mal von hier gucken, wo sind denn die Söldnergräber? Da unten sind die Söldnergräber, das bedeutet von hier aus in einer geraden Linie. Das wäre dann in diese Richtung. Das wäre dieses. Ja, tschüss Schwein, mach's gut, lass uns nur alleine. Wenn wir dich am meisten brauchen. Du hättest die Lösung des Rätsels sein können. Boah. Ja, okay. Da ist noch ein Sarg. Boah. Hier sind ganz viele Gräber. Ich bin mir aber gar nicht mehr so sicher, ob wir überhaupt zu irgendwelchen Gräbern müssen. Ich habe ja keinerlei Anhaltspunkte oder bin ich einfach nur... Also jetzt muss ich mal wirklich fragen, bin ich einfach nur zu doof, um diese Hinweise da zu verstehen? Oder ist das euch vielleicht auch so ergangen, dass ihr vor diesem Rätsel standet und dachtet, was soll denn das jetzt? Hier ist nichts. Hier ist nichts. Oder habe ich irgendwas übersehen? Steinsarg, ich glaube, den haben wir schon geplündert, oder? Den haben wir schon erfolgreich geplündert. Wenn ich jetzt von hier aus so hier... Da waren die Gräber hier oben. Ja, sag mal. Oh,
okay, ich will auch jetzt nicht die ganze Folge nur damit verbringen, hier ziellos durchs Moor zu laufen. Warte mal, einen kleinen Augenblick, einen kleinen Augenblick. So, pass auf. Ist mir jetzt wurscht. So, ich habe einen weiteren Hinweis erhalten zum Thema, wo könnte es weitergehen. Und da gehe ich jetzt auch direkt einfach mal schnurstracks hin, auch wenn ich das Rätsel nicht gelöst habe. Also ich muss das zugeben, wie gesagt, ich, keine Ahnung. Aber die Karte, die ich hier sehe, die deutet da oben in die Richtung. Da soll angeblich irgendwas sein. Ich weiß nur nicht was. Sind wir hier richtig? Ich glaube schon. Das müsste... Nee, bin ich nicht. Oder doch, bin ich wohl. Bin ich wohl, da hinten. Gucke mal da. Ich glaube, ja, das hier müsste es dann sein. Verwitterte Inschrift. Bis zur Unkenntlichkeit verwittert. Jetzt erzähl mir mal bitte einer. Der Sinn liegt nicht im Offenbaren, doch die Bemerkung am Rande ist weise. Nun heißt es auf zu neuen Orten, wo Steinräder auf ihre Ergründung warten. Halbe sind ganze, das sollte bedacht sein, sonst endet sie schnell die Reise. Ja, an dieser Stelle würde ich dann die Schatzsuche abbrechen, aber glücklicherweise weiß ich, dass man hier diesen Knopf drücken muss. Vergilbtes Pergament und ein rostiger Schlüssel. Na, sieh mal einer an. Oh meine Güte, vergilbtes Pergament. Das ist bestimmt der fehlende Teil. Folge den von Schwertern gesäumten Pfad, nicht die erste Pforte führt zum Ziel. Nähere den Krieger auf ewiger Wacht und es offenbart sich güldener Lohn. Ja, nicht die erste, das ist wahrscheinlich wieder die Krypten da unten. Das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Pass auf, hier. Achso, das habe ich jetzt gefunden. Warte mal. Der dritte Reim, das fehlende Stück. Die Perlenschlange auf kahlem Stein windet sich in Gift getränkt. Sanft gestreichelt an rechter Stelle lächelt sie den Mutigen an. Das Tor hingegen, der sie berührt mit Tod, er wird Das hat doch alles überhaupt keinen Sinn. Wer hat denn das geschrieben? Also, das hat bestimmt einen Sinn, aber so leid es mir tut, also das ist jetzt ein bisschen oben drüber. Da komme ich nicht mehr mit. So, die drei Schwerter, die wir jetzt gefunden haben, ne, also das waren ja unsere Söldner da unten, die da in einer Reihe lagen. Und da gab es ja zwei Krypten, in die man reinkommen konnte. Und wir wählen nicht die erste, so wie es da gesagt wurde, sondern die zweite, in die wir dann reingehen und gucken, was da drin eventuell auf uns wartet. Tum, 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 tum. Schaurige Musik. Du sollst dich hier nicht wohlfühlen, denn es könnten überall Skelette sein. Boah. Jetzt habe ich gedacht, wechseln wir ein Skelett, das hier aufgeploppt ist. Was ist denn los mit der Frau? So, da sind wieder unsere drei Söldner, die... guck mal, da war es da hinten. Da sehe ich schon was Rotes lauern. Da gehe ich doch direkt mal mit Fexlin vor, auch wenn sie immer noch angeschlagen ist. Da müsste ich ganz dringend mal Ach, gucke mal da. Da müsste ich ganz... Wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Habe ich schon alles geplündert, ne? Genau. Ganz dringend nach... Ich hätte das Wildschwein rufen sollen. Ferdok. Um sie wieder zu heilen beim Pelreinegeweihten. Diese Krabben haben eine unfassbare Rüstung und das ist der einzige Grund, warum wir... Aua! Das ist der einzige Grund, warum wir bei denen so gut wie nicht durchkommen. Guck mal, drei Wunden schon, das arme Wildschwein. Ich nehme die Sache in die Hand. Nimm die Sache mal in die Hand, das klingt mit einer guten Idee. Gut, jetzt ist nicht mehr so viel Astralenergie, aber 14 Schadenspunkte können wir damit immer noch machen. Und das sollte dann auch das Ende von dieser Riesenkrabbe sein, sagen wir mal ehrlich. Jawohl. So. Ja. Da freuen sie sich. Und das Wildschwein ist wieder tot. Ohne jeden Zweifel verdient. So. Ich habe das Gefühl, diese Riesenkrabbenscheren hätten wir aber auch bekommen können, wenn wir einfach geplündert hätten. Weil wir konnten ja plündern, oder? Ich muss das mal ausprobieren bei Zeiten. So, das wäre dann diese Krypta, auf die alles hindeutet. Zumindest wenn ich die Lösung
richtig verstanden habe. Das ist ja auch nochmal die Frage, ob ich die Lösung richtig verstehe. Meine Güte. So, und jetzt? Oder bin ich hier vielleicht doch am falschen Ort? Es muss ja irgendwas sein, wo ein kleiner Schlüssel ist. Das bedeutet also, wo man einen kleinen Schlüssel auch benutzen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es hier eventuell nicht ist. Vielleicht habe ich draußen irgendwas übersehen. Kann man darüber? Ah, hier ist nur unser totes Wildschwein, ansonsten aber nicht viel. Okay, warte mal, ich muss mal gerade nochmal lesen. Nochmal ganz kurz lesen, vergilbtes Pergament. So, nähere den Krieger auf ewiger Wacht und es offenbart sich güldener Lohn. Nicht die erste Pforte führt zum Ziel. Nähere den Krieger auf güldener Wacht. Schlüsselschatzsuche. Was genau muss ich denn? Der Krieger auf güldener Wacht, das müsste eigentlich dann der sein, der da unten im Sarkophag liegt. Oder zumindest der Sarkophag an sich. Jetzt bin ich ein bisschen... Moment, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich mal gucken. Ich bin gleich wieder da. Hä? Nein, das stimmt doch nicht. Was? Vergilbtes Pergament. Okay, warte mal. Oh, das ist nicht euer Ernst. Hier, man kann den Sarkophag öffnen, aber hier ist auch Steinmund. Wer soll denn darauf kommen? Das sieht man doch nicht. Man sieht nur einen Sarkophag. Das ganze Spiel über wird bei irgendwelchen Items niemals irgendwas Besonderes angedeutet. Und dann auch noch in so einer kleinen Ecke hier, ne? Der Rest ist alles Sarkophag. Hier in dem Bereich ist Steinmund. Das war's. Boah. Warum haben wir jetzt alle Schaden bekommen? Weil sie im Gift standen. Und... Warum ist jetzt hier wieder so furchtbare Musik? Finde das passende Schloss. Nicht das Schloss zu einer Gruft, aber zu einem Sarg hat der Schlüssel geöffnet. Tückischerweise war das Schloss mit einer Falle gesichert, aber ich bin ihr entkommen. Oh. Tenobals Pfeile und 5 Pfeile. Ja, sieh mal einer an. Was machen denn Tenobals Pfeile? Waffe SP plus... Was? Zu den bekanntesten und meist besungenen elfischen Meisterschützen gehört Tenobal Totenamsel. 8-mal tauchte er auf dem kaiserlichen Turnier von Gareth auf und jeder seiner Geschosse spaltete die Pfeile seiner besten Konkurrenten. Da er sich niemals den Menschen vorstellte, wurde er stets als der rote Pfeil zum Sieger ernannt. Plus 20 SP. Wow. Und was muss ich machen, um die herzustellen? Ich benutze das direkt mal. Bogenbau haben wir ja auch mit ihr. Bogenbau. Harpienfedern. Das habe ich mir gedacht. Das heißt, wir können nicht viele davon herstellen, weil Harpienfedern sind ein endlicher Vorrat. Man wird nicht ewig... Huch! Das kann nicht sein. Ihr seid noch am Leben? Ja, hast du was anderes erwartet? Was? Ihr wusstet also? Natürlich. Was dachtet ihr denn? Ich war es, der den letzten Hinweis auf die tödliche Falle hat verschwinden lassen. Da ich sie nicht entschärfen konnte, wartete ich nur auf entbehrliche Narren, die sich ihrer annehmen würden. Leider war sie nicht tödlich genug, wie es aussieht. Wieso nur beim Namenlosen? Wieso? Beim Namenlosen? Weil ihr euch das falsche Opfer für eure heimtückischen Pläne ausgesucht habt. Den Schatz könnt ihr euch jedenfalls aus dem Kopf schlagen. Ich behalte ihn als Entschädigung für eure Niedertracht. Ihr kommt euch so wahnsinnig schlau vor, aber eines Tages werde ich euch den Schatz entreißen. Verlasst euch drauf! Eines Tages werde ich dich töten, mein Freund. Ich werde dich einfach... Na gut, wir werden verhandeln und ich werde dich vor ein ordentliches Gericht bringen für deine Niedertracht. Aber gut, dass wir die Pfeile gefunden haben. Die scheinen mir wirklich enorm gut zu sein. Also der plus 20 Schadenspunkte. Heieiei, wenn wir davon ein paar im Rucksack hätten für spezielle Gegner. Ne? Ihr versteht, was ich meine. So Thema Kaltenstein-mäßig.
Das wäre was. Da würde ich mich freuen. Das bedeutet, wir haben jetzt auch diese Sache abgeschlossen. Der verwirrte Geist in Moorbrück, kehre zum Hesinde-Tempel zurück. Jawohl. Der Boltan-Trick. Ah ja, da müssen wir noch. Bringe dem Wirt das gestohlene Gut. Genau. Das heißt, wir reden mit dem Wirt und dann reden wir mit der Boron-Geweihten. Und dann müssten wir eigentlich hier in Moorbrück soweit alles abgeschlossen haben. Boah, diese Schatzjagd, also wer da ohne Lösung draufkommt, und irgendwer ist ja ohne Lösung draufgekommen, wahrscheinlich, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass man das gut und gerne schafft, indem man einfach überall rumklickt, alles durchsucht, alles mal anguckt. Ah, nee, komm, du musst den langen Weg laufen. Da absoluten Respekt davor, wer das geschafft hat. Also ich, beim besten Willen, da wäre ich nie draufgekommen, niemals. Das waren sehr, sehr krude Reimworte, die uns irgendwo hinführten oder teilweise auch in meinen Augen überhaupt keine Bedeutung hatten oder so verworren waren, dass man sie überhaupt nicht den örtlichen Gegebenheiten hier zuordnen konnte. Ich meine, ich verstehe ja, dass eine Schatzkarte oder gerade wenn sie so in Reimen formuliert ist, im Grunde nur denjenigen verständlich sein sollte, der den Schatz vergraben hat, weil man vergräbt ja keinen Schatz und macht eine Schatzkarte, damit jemand anderes es findet. Sondern die Schatzkarte macht man nur für sich. Und wenn jemand anderes sie findet, dann soll er es schwer haben, sie zu ent... Ach komm, wo kommen denn immer die Krabben jetzt her? Das ist doch... Die anderen sollen es ja schwer haben, das zu entziffern. Aber... Ja komm, also das war jetzt ein bisschen over the top, wie man so schön sagt. Auch dass der hier aber alle 2 Sekunden in den Pausemodus geht, ehrlich. Ich lasse die Krabbe mal am Leben. Sie hat uns nichts getan, sie hat keinerlei Aggressionen gezeigt. Das bedeutet für mich, sie ist eine freundliche Krabbe, vielleicht eine große Krabbe, man weiß es nicht, aber sie bleibt mal am Leben. Hoffentlich passiert nichts. Du wirst aber sterben! Endlich keine Untoten mehr. Und bitte auch keine anderen fiesen Kreaturen. Boah, andere fiese Kreaturen, bis auf Torvaler Kriegerinnen, erstmal nichts. So, ich speichere mal gerade ganz schnell, ich bin jetzt... doch sehr froh, dass wir diese Karte endlich gefunden haben. Es ist furchtbar. Aber, oh. Ist denn der Torfstecher vielleicht noch hier drin? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und weg ist er. Es ist noch... Ah, da seid ihr. Bitte findet diese diebische Elster. Ich kann gleich ins Moor springen, wenn sie entwischt. Ihr müsst sie finden. Ach, keine Sorge. Ich konnte sie einholen und auch das Diebesgut wiedererlangen. Doch ich habe sie laufen lassen. Da euch allein etwas am Geld lag. Ihr habt das Geld? Wunderbar. Soll diese Diebin doch in einem Erdloch verschwinden und dort vermodern? Hier, ich hoffe, es ist alles da. Mal sehen. Ja, sieht so aus. Tja, ein kleiner Teil fehlt, aber nur sehr wenig. Den Verlust kann ich innerhalb eines Mondes wieder reinholen. Beklagen werde ich mich bestimmt nicht. Vielen Dank. Eine Ursache, guter Mann. Jetzt aber zu eurer Belohnung. Ich habe beim Suchen nach Hinweisen im Zimmer der Diebin ein Schmuckstück entdeckt. Genauer gesagt eine Goldkette. Sie lag achtlos hinter dem Bett, so als ob diese Talia sie in der Eile verloren hätte. Vermutlich ist sie ein weiteres Beutestück. Eine Goldkette? Fexens Wege sind wahrlich unergründlich. Bitte nehmt ihr die Kette und noch 3,5 Dukaten für eure Mühen. Nicht, dass ich knauserig sein will, doch der Schaden, den mir die Diebin zugefügt hat, war nicht unbeträchtlich. Vielleicht ist der Schmuck ja ein kleines Vermögen wert und ihr seid fein raus. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe jetzt alles, was ich brauche. So, eine Kette. Ist das nicht die verfluchte Kette, von der die Rede war? Oh nein, habe ich die jetzt? Ist die jetzt hoffentlich im Inventar gelandet? Oder wo ist die? Oh no. Wo ist die Kette? Wer hat die Kette entgegengenommen? Ich glaube, ich konnte die Kette nicht entgegennehmen, weil ich das Inventar überfüllt hatte. Aha. Ja, das ist natürlich schlecht, aber das ist nicht so schlimm, glaube ich, gerade. Hier ist sie nirgendwo. Ja, pass auf. Pass auf, wir haben ja zum Glück gespeichert, so ist es ja nicht. Ich habe ja vor kurzem gerade erst nochmal quick gesaved, wie man so schön sagt, neudeutsch. Dann kann ich das Inventar mal ein bisschen freiräumen. Dass wir die Kette entgegennehmen können. Ich muss hier ganz dringend auch mal verkaufen. Das ist ja alles Blödsinn, was ich hier dabei habe. So, zack, zack, zack. Und rein da nochmal. Aber ist auch ein bisschen doof gemacht. Warum nimmt das denn nicht der nächste Charakter? Oder habe ich das jetzt einfach übersehen beim nächsten Charakter? Es ist noch etwas.
Ja, 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 ich konnte sie einholen. Hier, ich hoffe, ist alles da. Eine Ursache, jawohl, Goldkette. Mhm, vielen Dank. Dankeschön. So, und jetzt, da sie an, da ist die wertvolle Goldkette. Eine wertvolle Goldkette vielleicht, ist dies die Kette, die Ibrom Speckstein gestohlen wurde. Es wäre empfehlenswert, sie ihm zu zeigen. Das stimmt allerdings. Na gut, das bedeutet, ich begebe mich mal gerade draußen zum Schmiede, damit ich ein paar Sachen loswerden kann, noch bevor wir zurück nach Ferdok reisen. Denn ich möchte auch nicht auf dem Weg in einen Kampf verwickelt werden und dann komplett voll beladen mit irgendwelchem dubiosen Zeug, das ich eigentlich wirklich überhaupt nicht brauche, wie diese ganzen rostigen Äxte, die ich natürlich alle mitgenommen habe, weil man kann daraus Geld machen, aber die natürlich kein Mensch braucht. So, Giftzahn, Quellwasser, ja, das brauche ich alles. Die Sturmhaube behalte ich mal. Die gefällt mir eigentlich sehr gut. Den Backenhelm behalte ich auch mal. Das kann weg, das. Ach du Karten, eieiei. Also da könnte man schon... So, und bei ihr, Holzschild kann weg, was kann noch weg? Die Schlingenfalle, blutige Beile auch. Geben nur 8 Heller, aber immerhin 8 Heller, besser als nix, ne? Das ist, der Rapier kann weg, da hatte ich jetzt den anderen hier, den Farfara-Rapier, genau. Tschüss. So, und ansonsten bei ihr nur Sachen, die sie auch braucht. Und bei ihr, sie müsste eigentlich jede Menge Kräuter mit dabei haben, das ist auch gut und richtig so. Und die anderen Sachen deponiere ich mal. Nee, diese Sachen für den Fall der Fälle. So, wir sind wieder ein bisschen besser beisammen. Wir müssen auch nicht mehr so viel Schund mit uns rumtragen. Das bedeutet, wir können mit der Borongeweihten reden und die Sache hier in Moorbrück endlich zu einem Abschluss bringen. Und wieder in schöne Gefilde. Ich möchte grüne Wiesen, Obstbäume, einen schönen Sonnenuntergang, eine sanfte Melodie im Hintergrund, im Wind. Ich möchte zu den Elfen. Genau, das wäre jetzt mein Plan. Boron zum Gruße. Wie kann ich euch behilflich sein? Ich habe Gutes zu berichten. Alle 8 Grüfte konnten von mir geläutert werden. Von nun an werden die Toten endlich wieder Ruhe finden. Ihr habt Moorbrück einen großen Dienst erwiesen. Ich danke euch vielmals für euer entschlossenes Handeln. Nehmt diese Dukaten als bescheidenen Dank. Wenn es euch beliebt, kann ich den Rest des Weihwassers wieder an mich nehmen. Als Gegenleistung gäbe ich euch 2 Heiltränke. Aber gerne ein guter Tausch. Bitte hier, nehmt das Weihwasser. Worüber möchtet ihr sprechen? Ich möchte gerne mal gucken, was du im Angebot hast. Ich habe bestimmt das Richtige für euch hier, aber wenn ihr wollt... Achso, nee, ich wollte kaufen. Aber da ist nichts mehr, was ich brauchen könnte, leider. Ich hätte gehofft, dass eventuell noch die ein oder andere Einbeere mit dabei ist, aber nein, na gut. Aber Einbeeren finden wir auch so genug. Haben wir in Moorbrück jetzt alles erledigt? Der Boltan-Trick, da müssen wir... Da müssen wir nach Ferdok. Der Wirregeist auf nach Ferdok. Das ist alles in Ferdok mittlerweile. Das bedeutet, ich glaube, wir haben in Moorbrück jetzt alles erreicht, was wir erreichen konnten. Und haben auch alles gemacht, alles getan. Wir haben Moorbrück im Grunde abgeschlossen und für uns wird es jetzt definitiv Zeit, nach Ferdok zurückzukehren und dort mal zu gucken, was uns an neuen Ausrüstungsgegenständen erwartet. Denn, soweit ich das ja mitbekommen habe oder auch gelesen habe in den Kommentaren, ist eine abgeschlossene Quest, also hier in dem Fall die mit den Grüften und so weiter und so fort, bedeutet gleichzeitig auch, dass das Angebot der Händler in Ferdok sich erweitert hat. Oh! Ja. Wir haben zur Not gespeichert, so ist es nicht. Das bedeutet, wenn irgendwas hier sein sollte und in den Kommentaren jetzt steht, nein, wie kannst du nur? Dann kann ich immer nochmal zurückkommen und kann sagen, ah, okay, warte mal, wir machen das nochmal eben. Aber ich glaube wirklich, wir haben alles mitgenommen, was wir mitnehmen konnten. Ich bin mir nicht mehr so sicher, aber ich bin mir nie sicher. Das ist mein Problem, ich bin mir nie sicher. Das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, ist die Tatsache, dass wir jetzt nicht mehr so schön mit den Wildschweinen trainieren können. Aber ich bin sicher, da kommen andere Gelegenheiten, wo wir auch wieder Gegner finden werden, die... Die Musik wieder leise geworden, ne? Ja, wo wir auch andere Gegner finden werden, die wir... Tschüss, Schwein. Du darfst nicht durch die Tore. Wir müssen leider draußen bleiben. So, das Erste, was ich mache, ist mich heilen gehen. Eine Güte. Und es könnte sein, da muss ich ganz dringend mal nachschauen. Es könnte sein, dass sich ein gewisser Elf hier in der Stadt aufhält jetzt. Laurelin, von dem müssen wir nämlich noch einen Zauber lernen. Den Ruhekörper, Ruhegeist, damit wir auch kritische Wunden selber heilen können. Das wäre mir... Wie viele Abenteuerpunkte haben wir jetzt eigentlich? Oh, guck mal, 713!
Okay, das wird erstmal reichen, um die wichtigsten Zauber hochzupushen. Da hinten waren die Piranha-Geweihten. Das bedeutet, die Zauber hochpushen, noch ein bisschen mit den Skills. Und wir können vielleicht für Fexlin und für Rulana jetzt auch schon die ersten Kampffähigkeiten lernen. Merci, guter Mann. Oh nein, ist ja Torwaler, keine Franzose. Ich guck mal gerade ins Angebot rein, ich bin neugierig. So, Kürasse, ja, das ist alles noch der gleiche Mist. Okay. Ja, vielleicht muss ich da auch noch mal ein bisschen länger warten, ich weiß es nicht. Aber wir gucken einfach mal bei Zeiten immer mal wieder zu den Händlern rein. Ich kann mich auch zwischen den Folgen werde ich mir auf jeden Fall nochmal umgucken. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist... Oh. Naja, hier ist halt Rücken... Ne. Hm. Außerdem weiß ich auch nicht, ob ein Gladiatorenhelm ihr wirklich stehen würde. Da bin ich mir nicht sicher. Also... Im Augenblick eher nicht so. So, was ich auf jeden Fall zwischen den Folgen machen werde, ist Heiltränke herstellen. Denn ich glaube, wir haben jetzt genug Zutaten dafür zusammen. Wir haben die Einbeeren. Wir könnten auch nochmal bei Auralia gucken, ob sie eventuell zwischenzeitlich auch nochmal ein bisschen was an Zutaten dazu bekommen hat. Und dann werden wir Heiltränke herstellen für die ganze Gruppe. Für den Fall... Nee. Nee, leider nicht. Für den Fall, dass einer von unseren Heilern, wir haben ja zwei mittlerweile dann dabei, und beide sollen heilen eigentlich sehr hoch bekommen, damit sie auch wirklich im Fall der Fälle helfen können, wenn irgendwas sein sollte. Damit, wenn unsere beiden Heiler beschäftigt sind, dass wir im Zweifel einfach mal einen Heiltrank reinkippen. Und da der Heiltrank von der Herstellung her relativ günstig ist und man die Zutaten sehr, sehr gut findet, bis auf Einbeeren, ist das eigentlich keine schlechte Idee. Und der Heiltrank halt auch besser als der Einbeerensaft. Deswegen... würde ich das gerne machen. Wahrscheinlich wird das Angebot der Händler erst erweitert, wenn wir die Sache mit dem... Ne, wenn wir hier im Hesinde-Tempel den wirren Geist abgeschlossen haben. Das könnte ich mir vorstellen. Gut, das bedeutet, wir haben Moorbrück hinter uns gelassen. Es warten neue Abenteuer auf uns. Aber jetzt würde ich gerne erstmal... damit ich dann auch tatsächlich zwischen den Folgen die Rüstung eventuell optimieren kann. Wobei, wir könnten das eigentlich auch gemeinsam... erkunden, ne? Gemeinsam... Ah ja, der wird vielleicht auch nichts Neues haben. Was ich sagen wollte, gemeinsam gucken, was wir so bei den Händlern finden. Das würde wahrscheinlich auch... Ach komm, wir gehen nochmal schnell da unten hin. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt... Also normalerweise habe ich mir jetzt überlegt... beziehungsweise was heißt überlegt, aber es ist halt zeittechnisch. Jetzt, wo ich wieder quasi zwei Let's Plays pro Tag laufen habe. dass ich so die Folgenlänge zwischen 25 und 30 Minuten, je nachdem wie es passt, mit kleinen Ausreißern nach oben... Ich glaube, das habe ich in den letzten Tagen relativ gut eingehalten. Und das ist auch so eine Zeit, die vom Rendern und vom Hochladen ganz passabel ist, mit der ich tatsächlich leben kann. Jetzt, ja, jetzt kommt aber dann noch ein bisschen was an Beschäftigung für mich dazu, weil ich einige Dinge in Planung habe. Tretet ruhig ein, die Tür ist nicht verschlossen. Oh, das ist ja nett, dankeschön. Ja, ich habe einige Dinge in Planung, die ich gerne umsetzen würde. Da muss ich nur gucken, wann ich die Zeit dafür finde, beziehungsweise die Ruhe vor allen Dingen. Dafür brauche ich ein bisschen Ruhe. Ja, ich gucke mal. Ach, da ist der Drache noch immer. So. Wie kann ich behilflich sein? Wieder wichtige Fragen? Immer wichtige Fragen. Ehrwürdiger Magister Ardat, ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Mhm. Nee, ich glaube, das hat... hab Dank. Das war vorher... Wann muss man mit ihm reden? Ah. Willkommen zurück. Ich traf Rakorium vorhin auf dem Weg zu eurem Haus. Und er erzählte mir von eurem Erfolg in Moorbrück. Damit habt ihr die erste Prüfung des Orakels erfüllt. Tretet vor die Stimme des Orakels, damit sie euch das nächste Rätsel offenbaren kann. Oh je. Ich bin bereit. Lasst uns beginnen. Die erste Queste wurde erfolgreich bestanden. Und dies sei die zweite der drei Prüfungen. Wo der Berge Antlitz einst in Rot getaucht, wo das Dunkel waltet in der falschen Sonne schein, hausen des alten Wiener voll des hohen Mutes. Mit der Schlangenfrau geraubtem Wissen lassen sie des jungen Wahn gedeihen. Errettet werden muss dies alte Wissen, um zurückzukehren an seinen angestammten Platz. Unrag Garum, Unrag Ignia. Nun denn, das zweite Rätsel ist ausgesprochen. Seid ihr bereit für eure Aufgabe?
Hör mal, ist das denn so schwer, einfach mal zu sagen, geh dahin, töte diese Person, bringe mir diesen Gegenstand. Warum müssen es immer Rätselsprüche sein? Aber das ist wahrscheinlich so eine Eigenart der Hesindekirche. Dieser Rätselspruch des Orakels, könntet ihr mir abermals bei dessen Deutung behilflich sein? Das Orakel sprach von gestohlenem Wissen der Schlangenfrau. Die Schlangenfrau? Hier kann es sich bei meinem Dafürhalten um die ehrwürdige Hesinde selbst halten. Handeln. Welches Wissen gemeint sein soll, da bin auch ich überfragt. Wo der Berge Antlitz einst in Rot getaucht. Dazu fällt mir eigentlich nur ein Ort im Kosch ein, die Festung zu Blutberge. Sie liegt in einer bergigen Region des Dunkelwaldes. Ihren Namen verdankt sie wohl den vielen blutigen Schlachten um den Fels, auf dem sie einst errichtet wurde. Ironischerweise scheint die Gegend dank des kürzlich aufgerufenen Sonnenzuges ihren Namen abermals alle Ehre zu machen. Was für einen Sonnenzug meint ihr, ehrwürdiger Dorion? Habt ihr das denn noch nicht gehört? Großinquisitor Davanya hat alle Praioten, die er finden konnte, in den Dunkelforst zu Blutberge geführt. Angeblich richtet sich dieser jüngste Sonnenzug gegen eine frevelhafte Hexenschar, die dort hausen soll. Hexen? Ich verstehe nicht. Hat er nicht genug damit zu tun, den flüchtigen Kastan Wagnitz zu ergreifen? Verstehen vermag ich das Ganze auch nicht so recht. Es hieß, die Hexen hätten Wagnitz mit Hilfe schwärzester Magie zu diesen finsteren Mordritualen gezwungen. Als Großinquisitor habe er die Pflicht, gerechte Sühne und das Licht der Läuterung in den Dunkelforst zu tragen. Ich werde der Sache wohl selbst auf den Grund gehen müssen. Hab Dank, Ehrwürdiger. Möge Hesinde eure Weisheit stärken, auf dass ihr das Mysterium um das gestohlene Wissen der Schlangenfrau ergründen werdet. Na, danke auch. Oh, immer diese Rätselsprüche. Aber wir werden anscheinend nochmal mit dem Großinquisitor zusammentreffen. Ich bin voller Freude, denn eigentlich mag ich ihn ja, auch wenn er uns gegenüber bisher ziemlich unfreundlich gewesen ist. Naja, wir haben den zweiten Rätselspruch. Das erste Rätsel haben wir schon gelöst. Wir haben den Wirrengeist befreit. Und jetzt geht's wahrscheinlich in irgendeine Festung. Ich nehme an, wenn ich jetzt rausgehe, dann werde ich auch irgendwo hinkommen. Aber das mache ich jetzt nicht. Zwischen den Folgen mache ich jetzt ein kleines bisschen Organisatorisches. Das heißt, Sachen einlagern in unserem Haus. Und dann sehen wir uns nächste Folge hoffentlich schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.